そんな優しくしないで、どんな顔す。Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute ein kleines Tutorial für den Halunki. Und zwar, wartet kurz, nämlich wie ihr solche Widgets hier hinkriegt, die den Akku anzeigen oder die Zeit gibt es auch und so. Auf jeden Fall, wie ihr das hinkriegt, und zwar geht ihr hier Store, schreibt einfach SAO, sucht dieses SAO UCCW Widgets, ladet, also installiert das, dann sucht ihr UCCW, das ist Ultimate Custom Widget, so installiert das auch, dann tippt ihr so auf eine leere Fläche und haltet gedrückt, geht dann hier unten auf dieses Widget, also bei euch könnte es ein wenig anders sein, beim SIM Edge ist das jetzt so, dann geht ihr auf UCCW, wählt das Format aus, ich nehme jetzt einfach mal 1x1, weil ich nur so viel Platz habe jetzt gerade. So, dann könnt ihr hier was aussuchen, Zeit oder so, ich nehme jetzt hier dunkles Kirito, Akkuanzeige, dann drückt ihr einmal auf den Zurückknopf, dann habt ihr das hier. Und ja, dieses Tutorial mache ich, weil der Halunki mich gefragt hat, weil ich ihm Screenshot von meiner Akkuanzeige gesendet habe, der dann wissen wollte, wie man es macht. Und das nicht der am Anfang 100% verstanden hat. Und deshalb mache ich jetzt dieses Tutorial hier. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr das noch nicht habt, abonniert meinen Kanal. Schaut auch bei Halunki vorbei. Und bis zum nächsten Video und ciao.